Herzlich willkommen! In diesem Video lernst du etwas zum Thema offene und geschlossene Silben. Du kennst schon die Vokale A, E, I, O, U, die Zwielaute A, U, E, I, I, E, Ä, U, EU und AI und die Umlaute Ä, Ö und Ü. Außerdem weißt du, dass jedes Wort aus einer oder mehreren Silben besteht. Ich schwinge dir die Silben. Schule. Ludwigs Feld. Und du weißt, dass jede Silbe einen Vokal, Zwielaut oder Umlaut hat. Ich markiere sie gelb. Dort, wo zwei Silben aufeinandertreffen, also eine Silbe endet und die nächste beginnt, ist eine Silbengrenze. Manche Silben enden mit einem Vokal. Zum Beispiel Schuh und Le. Andere Silben enden mit einem Konsonanten. Zum Beispiel Lud, Wichs und Feld. Die Silben, die mit einem Vokal enden, nennen wir offene Silben. Die Silben, die mit einem Konsonanten enden, nennen wir geschlossene Silben. Dort, wo der letzte Buchstabe der Silbe ein Vokal ist, heißt die Silbe offene Silbe. Dort, wo der letzte Buchstabe der Silbe ein Konsonant ist, nennen wir die Silbe geschlossene Silbe. Jetzt sehen wir uns das Wort Schokoladentafel einmal genauer an und schwingen zunächst die Silben. Schokoladentafel. Und wir markieren uns die Vokale in den Silben. Jetzt sehen wir uns die letzten Buchstaben in der Silbe an. Bei Scho ist der letzte Buchstabe ein Vokal. Scho ist also eine offene Silbe. Ko endet mit einem Vokal, ist also eine offene Silbe. La
hat als letzten Buchstaben einen Vokal, gehört also zu den offenen Silben. Denn endet mit einem N, ist also eine geschlossene Silbe. Ta hat als letzten Buchstaben einen Vokal, gehört also zu den offenen Silben. Und Fell endet mit einem Konsonanten, ist also eine geschlossene Silbe. Bestimmen kannst du es jetzt schon selber. Schau dir mal das Wort Vogel ganz genau an. Überlege, ob die Silben bei Vogel offen oder geschlossen sind. Stoppe dazu jetzt das Video und denke darüber nach. Wir machen gemeinsam weiter und schwingen zuerst die Silben. Vogel. Und kennzeichnen die Vokale in den Silben. Die erste Silbe endet mit einem Vokal. Fo ist also eine offene Silbe. Die zweite Silbe endet mit einem Konsonanten. Gel gehört zu den geschlossenen Silben. Jetzt weißt du über offene und geschlossene Silben Bescheid. Viel Spaß beim Lernen!